Alles klar bei euch? Hallo, hallo, hallo. Oh nein. Was für eine gescheiterte Mission hier. Shit, ey. Shit. Oh je, wo sind wir hier gelandet? Achso. Wenn ich das wüsste. Dass wir wieder da hochgehen. Irgendwo sind wir hier. Da sind sie. Da sind sie. Und nein. Grayson, Ken, Rita und Samantha. Sie weint. Die ist am Arsch. Die? Untätig, untätig. Und er hier? Auch untätig, aber ohne Fragezeichen. Tja, Leute. Jetzt muss ich gucken, dass die hier überleben. Auf dem fremden Planeten. Dann muss ich erstmal schauen. Müssen wir erstmal schauen. Jo, also wir haben den Grayson. Der ist noch immer halbwegs zufrieden, obwohl er abgekackt hat hier. Lass mal gucken. Ja, Rauchvergiftung. Das gibt sich schon wieder. Klamotten hat er. Kann aber kämpfen, ist ihm egal. Dafür ist er beim Anfertigen gut und interessiert. Sehr schön, sehr schön. Und kann noch ein bisschen forschen. Sehr geil. Und Olle Ken? Ken ist kampfinteressiert. Erstmal kurz schauen. Kein Risiko eines Nervenzusammenbruchs. Leichte Schmerzen. Aua. Echt ein Pflaster, der Junge. So. Blutrausch. Erhält Zufriedenheit beim Töten oder Beobachten eines Todes. Ja, was ist das für ein Freak, der hier runtergekommen ist mit? Ja, na gut. Soll er mal kämpfen, würde ich sagen, ja? Wo ist das hier? Kampf 6. Sehr schön. Kampf 0, Kampf 6, Kampf 3, Kampf 5. Und Intelligenz 6. Das Samantha. So, und die Rita, Alter, Kochen interessiert, Anbau interessiert. Also die ist unsere Landwirtschaftsexpertin. Tja, Leute, ey. Willkommen hier bei Stranded Alien Dawn. Schauen wir mal, wie wir die hier zum Überleben bekommen, ne? Ich würde sagen, wir brauchen zuerst Hütten. Aber wir haben ja, glaube ich, nur Altmetall da. So, der Typ, der kriegt, wo ist das hier? Erstmal die Knarre auf die Backe. Das ist nämlich der Beste. Und außerdem befriedigt ihn das, wenn er töten kann. Was für ein Freak. So, Befehle. Schneiden. Ja, okay, das können wir alles anders machen. Wir brauchen einen Unterschlupf. Können wir nur aus Altmetall machen. Ich würde aber gerne lieber, dass wir das aus Holz machen. Ja, von daher fangen wir damit mal an. Erstmal kurz hier das Gelände angucken. So, die Viecher sind hoffentlich friedlich. Wir haben hier eine schöne Wand. Wir haben hier ein bisschen, ja, schwer zugänglich. Unser Frack. Und hier geht's bergab. Und hier geht's nochmal richtig bergab. Das heißt, eigentlich könnte man, hier sind auch nochmal drei, nee, das ist eins, zwei, drei Schrottteile. Vier Schrottteile übrigens. Eine schöne Fläche hier. Hier sollte man, ich würde hier das Lager eigentlich hinsetzen, das Hauptlager. Aber wir müssen erstmal so nah wie möglich am anderen Kram dran sein. Müssen wir das unbedingt? Ja, da gibt es Essen und so. Da liegt die ganzen Essensrationen. Genau, wir werden hier unser Lager hinsetzen und werden uns hier so ein bisschen abschotten. Falls irgendwas Böses kommt oder so. Und werden
Asap, sobald wir eventuell. Man kann bestimmt hier bauen und so. Hier was hinsetzen. In dem Bereich. Das ist der Plan. So. Von daher. Macht hier erstmal fleißig. Kleine Nadelbäume. Schneiden. Ja, dann schneidet die mal. Nicht hacken, aber schneiden. Aber Felsbrocken wäre geil. Einblättrige Pflanze. Breitblättrige Pflanze. Die können wir auch schneiden. Dann schneiden wir die. Wir werden das hier studieren. Sieht nämlich nach Beeren aus. Die Doppel-E-Beeren. Dann lasst uns das mal hier noch studieren. Und hier sind auch noch ein paar Kräuter. Lasst das auch mal studieren. So sieht er nämlich aus. Und dann werden wir das Ding schon mal plündern. Das ist wichtig. So, Bäume haben wir hier noch. Die können wir später studieren. Und... Du bist bestimmt allerhand Steine. Den mache ich auch noch. Da können wir noch mal ein paar Felsbrocken abbauen. So machen wir das. So, und solange wie das läuft. Alter, hier rumst noch was runter irgendwo. Guck, da hinten ist was runtergekommen. Ja, ja. Puh, so. Aber in der Verwaltung, Zeitpreis. Sagen wir mal gucken hier, ne? Also. Arbeiten sollen sie natürlich. Lass sie ruhig mal von 12 bis 13 Uhr Mittagspause. Schlafen. Das hier 7 Stunden muss erstmal ausreichen. Dann würde ich sagen, Alter, fang mal eher an zu arbeiten und dafür kriegst du hier hinten nochmal Zeit für irgendwas anderes. Okay, komm. Darfst auch nochmal ausruhen. Komm, machst du hier ausruhen. Hier machst du alles. Auch hier machen wir nochmal alles. Und lass mal hier nochmal arbeiten. Da. Ey, Rita, hör auf zu heulen, ey. Zuse. So. Also, die holen jetzt Holz. Holz. Und dann haben wir noch diese Aktivitäten hier. Und jetzt müssen wir mal schauen. Heilung. Der hat 0. Ist... Machen wir noch Prioritäten. Also, bei 0 kriegt er auf jeden Fall die 5. Heilen. Er ist der Oberheiler. Ja doch, das lassen wir so. Erledigen. Machen sie alle. Bauen. Ist seine Aufgabe. Kriegen die 4, 5. Jagen. Na, da haben wir doch einen, der richtig jagen kann, Alter. Kriegst du die 2? 5? 3. Ernten. Auf jeden Fall sie hier. Hier, 5, 5. Schneiden. Hier 4. Ranch. Das ist Viehzeug, glaube ich, ne? Ah ja. Pflanzen. Geplündert. Sehr gut. Stoff haben wir. Stoff ist gut. Ist wichtig. So, Pflanzen. Sie hier. 4, 5, 5. 4, 1, 4, 4, 4, 1, 4, 4, kochen, ach du Scheiße, interessiert, wenn sie interessiert ist, kriegt sie die 1, 4, 5, 5, interessiert, interessiert, anfertigen, 1, kann man die Oma was machen? Hier kommen 2.
4, 3. Schneiden. 1, 4, 4, 2. Halt. 2. Wird studiert jetzt gerade, plündert. Alle tun sowas, das ist wichtig. Hoffe ich. Studiert, danach macht er nichts. Halt, wo waren wir? Hier waren wir. Ja, das lassen wir so. Studieren. Er studiert. Studiert auch ein bisschen. Forschen tut sie. Er ein bisschen. Und da tun sie alle. Alles klar. Lass mal gucken. Prioritäten hat sie hier. Die Rita hat ganz viele Prioritäten. Ken hat auch ein paar. Und okay. Müssen wir gucken, ob wir damit klarkommen. Das sehen wir denn. Das Holz ist auf jeden Fall weg. Das ist gut. Machen wir gleich hier das nächste Holz weg. Das muss, kleine Nadelbäume muss. Gut. Sehr schön. Oh, ganz wichtig, das hier. Mach das mal weg. So, was können wir machen hier? Lager. Wir können immer noch kein Holz, weil wir haben nicht genug Stöcke vor allem. Ich brauche Stöcke. Produktion? Der hier. Alter, lass mal hier den da hinsetzen. Ja. Das ist wichtig. Wir brauchen nämlich Betten. Betten brauchen wir auch. Dann nehmen wir aber erstmal hier unseren entspannten Strohschlafplatz. Ey. Das sieht man, okay. Okay. Kopieren. So, erstmal alle vier nebeneinander hier. So. Wo ist denn der Typ hier? Fängt er an zu bauen? Bauen, okay. Ja, der ist sehr langsam. Bauen mit Holz ist er schnell. Aber sonst ist er langsam. So. Aber du hier, wo bist du? Da unten, pass mal auf. Wie kriegen wir den jetzt da? Da bewegt er sich nur dahin. Ich will dem sagen, komm Alter, mach jetzt hier bitte. Achso, und wir haben eine Quotenvegetarierin dabei. Ich glaube die Samantha. Ja gut, das hackt ja da unten. Warte mal, lass mal hier unten das Hacken aufheben. Abbrechen, abbrechen. Holz haben wir eigentlich hier noch? Mach da hinten das mal weg. So, und wir brauchen hier. Dass wir mal richtig was auf Lager haben. Hi, Mensch, jetzt wird es hier 18 Uhr, wird schon dunkel. Ist natürlich. Lagerfeuer kann man noch nicht machen.
Lass mal schnell machen hier. Und Leute. Heute Abend gehen wir spazieren. Echt jetzt? Ja, geht doch hier einfach in der unbekannten Wildnis spazieren. Was für ein Laden, ey. Haben wir den schon... Nee, da kann man noch plündern. So viele unbekannte Tierchen, die rennen hier hinten rum, ey. Oh je, je. So vertrauenswürdig, die Viechers. Ja, wie lange schlafen die? Achso, na gut, 1 Uhr nachts. Sollen sie mal schlafen. So, also, es ist Frühling. Ich denke, wichtig ist, dass wir die Leute mit vernünftiger Kleidung ausstatten. Ja, gestört im Schlaf, gestört im Freien, das tut mir leid. Was? Raubtiere? Keine Raubtiere, bleibt mir entspannt hier. Euphorie, echt? Peter ist euphorisch, Alter. Gibt's ja nicht. Nicht genügend Stauraum, das weiß ich, das weiß ich, okay. Wir müssen einen Lagerplatz schaffen. Ein Lagerplatz und ein Lagerplatz. So. Okay, jetzt hackt er endlich das Zeug. Und wir brauchen Stroh. Oh, wichtig ist das Zeug, glaube ich, auch hier. Machen wir das hier hinten auch nicht noch? Lass mal hier. Ein blühende Dings, genau. So, wo kriegen wir jetzt das Stroh her? Das müssen wir studieren. Und wir werden hier auch schon mal ein bisschen schneiden. Das ist nämlich wichtig. Rauchblatt entdeckt. Neue Forschung. Tee. Oh, stimmt. So, also. Wir haben eine Nutzpflanze hier. Und wir haben das da. Sehr schön. Wir können natürlich noch nicht forschen, weil wir den Forschungstisch noch nicht hingestellt haben. Ist aber wichtig. Den stellen wir jetzt einfach mal hin. Einfach mal hier hin. Zack. So, können wir jetzt ein Lager bauen? Aus Holz, jawohl. So, jetzt werden wir hier erstmal ein Lager bauen, da die Unterschlupf haben. Ah. Oh. Ist eine falsche Richtung, warte mal, abbrechen. Falsch, falsch, falsch. Was haben wir noch an Nutzpflanzen? Ah ja, sehr schön. Jeder tut was, sehr gut. Lass mal das so machen. Und dann lass mal die Betten. Machen wir kurz langsamer hier. Keine Forschung danach. Naja. Genügend Materialien. Scheiße. Aber die sollen ja basteln und häckseln und tun und machen. Lass mal hier ihn hinlegen. Den bewegen. Ruhig ein bisschen weiter weg. Da. Ja, das muss so passen. Machen wir das erstmal.
Also wir das Dach über den Kopf und jetzt müssen wir noch ein Lager bauen. So, dazu würde ich nämlich auch hier wieder. Nee. Sollte schon zu sein. Okay, das machen wir einfach separat. Alter, da rumst überall. Ich hab hier ständig was runterkommt, ey. Okay, muss man nochmal drehen. So. Lagerung. Einmal diesen. Nochmal diesen. Und noch dieses Lager. Scheiße, da fehlt einmal. Gut. Ich glaube, dann haben wir das jetzt soweit. Ey, wir machen ein bisschen was zu bauen, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Sollen sie mal Young machen? Ist schon wieder Nacht? Oh. So. Ja, wir brauchen dringend den Forschungstisch. Das Ding hier ist noch nicht ausgeschlachtet. Machen die überhaupt was hier? Das sind die Stöcker. Wir brauchen mehr Stöcker. Und das rumst ja komischerweise immer. Wo kommt das her? Warum baue ich das immer falsch rum? Machen wir das so. Und dann nehmen wir den und den verschieben wir jetzt in den Forschungstisch. Sollte zum Lager hin eigentlich offen haben. Alter. So, Forschungstisch hier hin. Dann Produktion. Das haben wir. Ein Herd. Eine Werkbank. Haben sie. Okay, wir sollten für die noch einen Essensbereich. Okay, jetzt sollen sie das erstmal fertig kriegen hier.
So, haben sie den jetzt schon? Ne, haben noch nicht zerlegt. Dann würde ich so fast sagen, machen wir den hier hinten noch und den auch noch plündern. Zack. Dann werden wir hier einmal studieren und hier einmal studieren, ist wichtig. So, Forschungstisch haben wir hingestellt. Forschen, jetzt sollten wir auch mal forschen. So, was haben wir denn? Hier haben wir nochmal Essensration, Schneiderei. Schneiderei ist wichtig. Aber Verteidigung. Machen wir zuerst Verteidigung. Dann nehmen wir Schneiderei. Dann restliches Schiff verwerten. Und dann lass mal einen Blitzableiter machen. Und dann von mir aus hier die Nutritions. Die Notration. Die Notration. So. Geil, wir können Gras anpflanzen. Sehr geil. Machen wir später. Erforscht haben wir es. Das heißt, wir nehmen jetzt hier das ganze Gras weg. Hier ist irgendwas Totes. Muss schon mal schlachten. So. Wo ist denn hier der Hannes, der eigentlich bastelt? Wir haben keine Stöcker. Warum nicht? Liefern, erledigen. Rettet, beerdigt, trägt, zerlegt. Ernten. Mensch, ist doch eher Viehzeug. Abbauen. So, mal gucken, steht hier nicht da. Warum nicht? Warum steht da nicht da? Was? Und so. Hier, hier mal hier Holz hacken, Alter. So, Leinblüten ist echt wichtig. Ich will mal Klamotten draus machen. Wo sind die denn alle? Was? Wie er pennt? Alter! Der hackt wieder. Okay, der hackt da unten rum. Ey, Grayson! Alter, fang an hier. Okay, den Typen anklicken, rechtsklicken und dann auswählen, was er machen soll. Kannst du nachts pennen? 16 Uhr pennt der. Mann. Nicht genügend Materialien und nicht genügend. Jetzt fängt er an zu essen. Wer ist denn hier der Bauhannes? Der Grayson. Samantha ist interessiert am Bauen. Alter, die kriegt jetzt eine 2 drauf. Bautfach. Ey, jetzt muss er den ganzen Scheiß ranholen. Oh.
Okay, Leute. Also, ich hoffe, das geht hier ein bisschen fixer voran. Also. Wie es weitergeht demnächst, ne? Haut rein. Vielen Dank fürs hier erstmalige Zuschauen. Bin gespannt, wann die ersten bösen Tierchen kommen. Also. Lasst gerne Daumen oben da, gerne Kommentare, Tipps vor allem, ja? Und ein Abo. Würde mich sehr freuen. Also, ciao, ciao.